Gestern Abend, etwa um 20.30 Uhr, war ein Taxifahrer auf der B6 unterwegs. Er bemerkte dann, dass Rauch aus seinem Auto kam und hat sich dann dazu entschlossen, ungefähr auf Höhe des Neustartsbahnhofs dort auf dem Parkplatz anzuhalten. Als er dann das Auto verlassen hat, fing dies an zu brennen. Und durch das Feuer ist ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen worden. Und beide Autos sind dann am Ende vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Kollegen von der Feuerwehr konnten das Feuer auch sehr schnell löschen. Aber durch den Brand ist die Konstruktion, also die Brückenkonstruktion der B6, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und aufgrund dessen haben die Kollegen, die Einsatzkräfte dort am Abend sich dazu entschlossen, den Abschnitt dort stadtauswärts der Bundesstraße zu sperren. Durch das Feuer ist die Brückenkonstruktion in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie stark, das muss jetzt die dafür zuständige Autobahn AG klären mit ihren Experten. Wir als Polizei gehen derzeit davon aus, dass die Sperrung noch bis etwa Montag aufrechterhalten werden muss, allerdings stadtauswärts. Ja. Im Moment haben wir die Situation im Stadtgebiet, dass vor allen Dingen auf den Zufahrtswegen es zu Rückstaus kommt, die man auch in der Innenstadt durchaus bemerkt. Deswegen empfehlen wir vor allen Dingen Ortskundigen, wenn möglich, diesen Bereich so weit wie möglich zu umfahren.